Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer und Berater der indischen Astrologie als Berufsastrologe. Nun, bevor wir mit dem Thema der Deutung Ihrer Sterne für den kommenden Monat Mai 2016 beginnen, ein paar wichtige Informationen vorweg. Und zwar zum einen, bitte beachten Sie, dass die Deutung dieses neuen Monats wie immer vom Aszendenten aus vorgenommen wird und nicht von Ihrem Sonnenzeichen. Denn der Aszendent in der indischen Astrologie ist viel, 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 viel wichtiger, als wie Sie das möglicherweise von der westlichen Astrologie kennen, die sich ja immer auf das Sonnenzeichen primär bezieht. Also, die Deutung erfolgte vom Aszendenten aus. Wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken, Geburtsdatum, Geburtsurzeit und Geburtsort. Und es ist auch dazu unterhalb dieses Videos ein Link vorbereitet, wie ich Ihnen hier auf dieser Darstellung das zeige, sodass Sie mir hier gratis Ihre Angaben schicken können. Beziehungsweise erhalten Sie dann gratis Ihren Aszendenten binnen ein, zwei Tage mitgeteilt, damit Sie auch wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist, denn es ist zu jedem Aszendenten ein eigenes Video gedreht. Dann eine Bitte an Sie, wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, ja, dann ist es sehr nett, wenn Sie beispielsweise den Daumen nach oben geben oder einen Kommentar, der die Sache konstruktiv unterstützt, würde ich mich sehr freuen. Ich sage schon mal vielen Dank im Voraus. Ja, dann noch etwas ganz, ganz Tolles. Sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar große Mai-Aktion auf die großen Horoskope mit Rabatt, und zwar Horoskope Nummer 1 bis 12 sind in der Zeit vom 1. bis 8. Mai, wenn Sie in diesen 8 Tagen bestellen, alle um 20% reduziert. Das ist natürlich eine tolle Sache, vor allem es sind nun alle 12 Horoskope gleichzeitig reduziert und nicht mal nur eines, wie ich das meistens mache. Sie können hier richtig Geld sparen, bis zu 70 Euro, und das lohnt sich natürlich, denn Sie wissen, meine Horoskope sind ja manuell gedeutet. Es ist eine Erläuterung auf MP3 oder CD dabei, je nachdem, welche Variante Sie wählen. Und Sie können sich auch die Horoskope vorab auf meiner Webseite anschauen. Dazu finden Sie Videos, wo Ihnen gezeigt wird, was in diesem Horoskop so enthalten ist. Und es sind auch Musterhoroskope hinterlegt zum Ansehen. Also 1. Mai bis 8. Mai. Das Einzige, was nötig ist, ist eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, dass Sie in dieser Zeit bestellen, zwischen 1. Mai und 8. Mai. Und dann haben Sie die 20% sicher in der Tasche mit einer bestimmt sehr spannenden astrologischen indischen Analyse. Ja, was sagen die Kunden über die Horoskope, bevor wir jetzt loslegen? Schauen Sie, das sind nur ein paar der Referenzen, es sind noch mehr auf der Internetseite. Aber die Rückmeldungen sind erstaunlich positiv. Ja, das motiviert natürlich zum Weitermachen. Und offensichtlich ist eben mit der vedischen Astrologie sehr viel Gutes möglich bezüglich Deutungsqualität und Hilfe für den weiteren Lebensweg. Ja? Okay. Ja, nun schauen wir uns für Sie die Planeten als Aszendent Schütze für den Mai jetzt mal genauer an. Dazu haben wir ja diese Übersicht und die verrät uns nach wie vor das Haus 10, ein Erdhaus, ja, nennt man das ja das 10.
wichtig ist. Wir sehen aber auch, zumal die Sonne jetzt im Stier lange Zeit ist, eine starke Betonung eines weiteren Erdhauses, nämlich des sechsten, wo es ja um den materiellen Existenzkampf geht. Die Hindernisse, gegen die wir antreten müssen, um auf einem materiellen Planeten überleben zu können. Und wir sehen eine starke Betonung des Aszendenten, sprich der Arbeit an ihrer Persönlichkeit. Und das wollen wir uns jetzt hier mal näher anschauen. Dazu sehen wir hier ihr Horoskop als Aszendent Schütze. Na, hier erstes Haus, hier ist der Schütze darin. Und wollen mal schauen, in welche Lebensbereiche nun die kosmischen Energien der Planeten besonders hineinstrahlen. Die Sonne, die sie ja immer auch mit ihrem Lebenspfad repräsentiert und mit ihren Interessen und ihrer Persönlichkeit, ist die meiste Zeit im Zeichen Stier, bevor sie dann Ende des Monats oder in den letzten 10 Tagen vom Mai dann ja ins 7. Haus geht. Aber die meiste Zeit ist sie hier im 6. Haus. Aber auch Merkur, ja, der Manager, die rechte Hand des Königs, ist auch die meiste Zeit oder die ganze Zeit sogar im 6. Haus. Und auch die Venus ist bis, ich glaube sogar 25. des Monats Mai im 6. Haus. So haben wir also hier eine starke Ballung mit den Themen des 6. Hauses. Womit hat also das 6. Haus zu tun, müssen wir uns die Frage stellen. Und wie können Sie dies bestmöglich nutzen? Nun, das 6. Haus steht auch stark für den Alltag. Und Ihre Beobachtungsgabe, Merkur, oder Ihre Idee, sich zu informieren, Merkur, läuft nun stark dahingehend hinein, wie Sie Ihren Alltag produktiver, effizienter, effektiver gestalten können. Ja? Denn das 6. Haus ist auch ein Haus der Verbesserung. Und es löst natürlich auch Herausforderungen aus, wenn Sie so wollen, Schwierigkeiten, denen wir begegnen im Leben. Aber das 6. Haus ist auch in der indischen Astrologie ein sogenanntes Upachya-Haus und das bedeutet Verbesserung. Folglich können Sie natürlich jetzt im Monat Mai mehr mit etwas Herausforderungen rechnen, aber wenn Sie das aus einem höheren Verständnis bewerten, dann sind dies nun Wachstumsimpulse in Form von Hindernissen, die Sie aber stimulieren sollen, Ihren Alltag auf einen angenehmeren und höheren Level zu bringen. Ne? Denn oft ist es ja so, wissen Sie, es heißt ja so schön, der Mensch wächst an seinen Aufgaben und oder an seinen Hürden. Und wenn Sie die Bereitschaft besitzen, eben über diese zu springen, über diese Gräben oder über diese Hindernisse hinauszuwachsen, dann werden Sie Saaten säen, die es für die Zukunft bedingen, dass Ihr Alltag schöner und besser wird. Dazu steht Ihnen nun eben mehr Beobachtungsgabe, Merkur Ihres Alltags zur Verfügung, aber auch Ihr Interesse gilt auch generell mehr den Themen, die Ihrem materiellen Existenzkampf gewidmet sind. Wie wir gleich noch hören werden, wissen wir ja, dass Sie Jupiter, den Herrscher Ihres Aszendenten, ja in der Jungfrau in Ihrem Karrierehaus im 10. Haus haben, genauso wie den Rahu, den nördlichen Mondknoten, der ja hierin weiterkommen will. Und das betont eben sehr stark die Interessen an Karriereperspektiven, am Berufsalltag. Natürlich, das 6. Haus steht aber auch für gesundheitliche Themen. Das bedeutet, sind Sie beispielsweise gesundheitlich jetzt etwas angeschlagen, dann ist es natürlich gut, dass die Venus als der große Well-Wisher, der Planet der Entspannung und Genesung gewährt, durch das Haus der Gesundheit läuft. Ja? Ferner können Sie nun auch sehr gut Dinge analysieren, ja,
die ihrer Gesundheit dienen. Ja, Merkur will ja wissen, Merkur will analysieren gesundheitliche Themen, Dinge, die mit dem Körper zu tun haben. Die Sonne steht ja auch für den Körper, materielles Wohlergehen, gesundheitsbezogen. Und darin Verbesserungen zu erlangen, bedeutet, dass sie nun sehr gut sich über Ernährungsgewohnheiten oder Dinge, die ihre Gesundheit positiv beeinflussen, Gedanken machen können, mit der Idee, Veränderungen vorzunehmen, Entscheidungen zu treffen, na, Venus, die dazu führen, ihr Gesundheitsmanagement über längere Sicht auf einen besseren Level zu bringen. Das sechste Haus steht aber auch für die Verpflichtungen, denen wir nicht auskommen können, damit wir auf der materiellen Ebene existieren können. Sprich, wenn Sie Schulden haben, ja, das sechste Haus steht auch für die Schulden, dann können diese jetzt auch mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, dass Sie das mal anschauen, wie Sie darin es besser managen können. Oder das sechste Haus steht auch für Gegner. Ne? Manchmal gibt es eben auch Menschen, die eigentlich wohlgesonnen sind und die treten natürlich auch in Form von Hindernissen auf, die ihnen nun verstärkt in ihr Bewusstsein rücken. All das, was sich so eben in Richtung Hürden in den Weg stellen kann, Teile daraus oder mehrere Dinge, bedarf jetzt mehr ihrer Aufmerksamkeit. Und Sie sollten dies aber jetzt nicht als Bestrafung oder Pech oder sowas ansehen, sondern, aha, da ist jetzt die und die Situation da, das steht jetzt in meinem Weg. Wie kann ich jetzt dieses Hindernis möglichst gut managen? Ja, das ist mit dem Merkur gemeint. Generell bringt sie ihre Beobachtungsgabe oder dadurch, dass sie sich überhaupt mit diesen Hürden auseinandersetzen, die Voraussetzungen, dass sie ihren Alltag, vor allem ihren beruflichen Alltag, natürlich auf einen höheren Level bringen können. Venus im sechsten Haus bringt aber auch eine sehr gute Qualität dahingehend, dass sie ihren Alltag jetzt auch sehr angenehm wahrnehmen. Vielleicht wollen Sie Ihren Alltag verschönern, Ihren Arbeitsplatz. Ja, wie bringen Sie etwas mehr Freude und Wohlergehen in das tägliche, in den normalen Alltag? Ja, das ist natürlich von daher auch sehr wünschenswert. Nun, ich hatte es schon gesagt, der Vollmond am 21. Mai findet in Ihrem Aszendenten statt, im Schützen. Das ist eine besondere Konstellation, über die wir auch sprechen sollten. Denn natürlich, Vollmond in Haus 1 bedeutet, dass Ihnen nun sehr gut gespiegelt wird, ob Sie etwas Neues brauchen, etwas, was Ihnen hilft, dass sie besser mit ihren Bedürfnissen zurechtkommen. Ja? Oft wissen wir ja gar nicht, was wir brauchen, damit es uns besser geht. Aber so zwischen dem 20. und 22. Mai bei Ihnen mit Vollmond in Ihrem ersten Haus wird Ihnen sehr gut gespiegelt oder kommen Sie leichter zu antworten, wie Sie entweder besser mit dem, was Sie wirklich brauchen, worin Ihre Bedürfnisse bestehen, zurechtkommen oder wie Sie etwas Neues finden können, wie Sie Ihre Bedürfnisse besser erfüllen können. Ja? Also als Beispiel, Ihnen wird klar, ach Mensch, ich habe es doch schon immer gewusst, ich sollte mir mehr Zeit geben für das Forschen in der vedischen Astrologie als Beispiel. Ja? Und das würde mir so viel Freude machen, nur ich habe es irgendwie nicht so richtig gesehen, aber jetzt weiß ich es. Ne? Und das ist dann eben so etwas, wo Ihnen klarer wird, wie Sie Ihren Lebenspfad bezüglich mehr innerer Erfüllung ausstatten können.
In Ihrem Aszendenten befindet sich aber nicht nur der Vollmond zwischen 20. und 22. Mai, wo diese Energie so strahlt, sondern die meiste Zeit des Monats ist auch noch Mars in Ihrem Aszendenten, der aber schon Ende des Monats wieder zurückgeht hier in den Skorpion. Und wir haben ja sogar auch den Saturn in Haus 1. Das sind natürlich zwei wichtige Planeten auch, die daran arbeiten, dass sie sich immer noch mit der Frage beschäftigen, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen und daran zu arbeiten. Ja? Mars liefert nach wie vor die Energie, positiv eingesetzt, mehr Charakterstärke und Tugenden an sich zu entwickeln, sich auch zu lernen, abzugrenzen, Nein zu sagen, ja, und mehr für sich einzutreten. Während Saturn natürlich, die als längerfristige Energie, der ist ja bis Dezember 2017 sogar noch in ihrem Aszendenten, eine große psychologische Wachstumsphase bedeutet, nämlich sich wirklich genau bewusst zu sein, wofür möchte ich meine Zeit einsetzen. Und gerade für Sie als Aszendent Schütze sind ja Ziele das A und O, beziehungsweise das Streben nach Ihrer Wahrheit, wichtige Aufgabenstellungen als Lebensaufgabe, dass Sie Ihre Wahrheit finden in Übereinstimmung mit Ihren Glaubensgrundsätzen und wie Sie diesbezüglich auch Zeit und Raum für die Verwirklichung eben genannter Aufgabenstellungen bereitstellen können, ist ein wichtiges Thema mit Saturn in Haus 1. Sprich, wofür setzen Sie Ihre Zeit ein? Aber natürlich auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Wer bin ich? Was will ich? Wie soll mein Lebenspfad aussehen? Wo möchte ich in 5 oder 10 Jahren stehen? Sind Themen, die mit Saturn in Haus 1 stark betont werden. Wenn wir das aber aus der inneren Ebene sehen, dann ist es noch viel wichtiger, sich bewusst zu werden, wo Sie noch Konditionierungen, Manipulationen oder einer gewissen Automatisierung unterliegen, die Ihnen noch nicht bewusst sind. Deswegen auch eine sehr gute Voraussetzung, um anhand passender Methoden der Selbsterforschung in der tieferen Entdeckung des eigenen Selbst zu arbeiten. Nun, zum Schluss noch, Jupiter und Rahu sind in Haus 10. Und das bedeutet, dass Ihr längerfristiges Interesse, ja, Jupiter ist auch der Herrscher Ihres Aszendenten, in Richtung Karriere, Status, berufliches Vorwärtskommen, Leistung, Verantwortung ausgerichtet ist. Und da halten Sie sich jetzt noch ein paar Monate sehr stark mit Ihrer Aufmerksamkeit auf. Rahu in Haus 10, der ja auch an diesem Platz steht, begünstigt das. Das ist eine sehr gute Karrierekombination, um in dieser Ausrichtung Aufstieg, Vorwärtskommen, Karriere eben erfolgreich unterwegs zu sein. Das 10. Haus für diejenigen Menschen, die nicht mehr beruflich tätig sind, steht natürlich auch für Behörden, ja, staatliche Stellen. So könnten Sie jetzt sehr gut mit solchen in Verhandlungen treten, beziehungsweise das Bedürfnis haben, in der Auseinandersetzung mit diesen Ihr Glück zu finden oder eben vorwärts kommen zu wollen. Außerdem, das 10. Haus steht auch natürlich für eine gewisse Form des Dienens. Es muss ja nicht alles mit Karriere verbunden sein, sondern wenn Sie beispielsweise sich inspiriert fühlen, ja, einen Dienst zu verrichten mit Wohltätigkeit, ja, also etwas mit dienendem Charakter, dann kann dies auch sehr stark nun betont sein. Ja. Auf alle Fälle, das 10. Haus sind Ihre größten Taten im Leben. Ja.
meistens verbringen wir die meiste Zeit im Beruf. Deswegen wird es mit der Karriere in Verbindung gebracht. Aber es muss nicht zwangsläufig so sein. Denn wenn Sie beispielsweise in Rente sind und sich inspiriert fühlen, große Teile Ihrer Zeit für Betreuung von Waisenkindern auf ehrenamtlicher Basis einzusetzen, dann, weil sie eben materiell schon anderweitig abgesichert sind, dann kann dies auch in einer solchen Form angezeigt sein, denn gerade für Sie als Jupiter geprägter Aszendent, ne, Jupiter regiert ja das Zeichen Schütze, Sie wollen ja auch Wohltätiges tun und Sinnvolles. Ja, das war für Sie nun so die Konstellation Mai 2016. Oh. Hoppla. Ja, zum Schluss nur nochmal die Erinnerung, dass ich Ihnen gerne Ihren Aszendenten mitteile, denn diese Deutung der monatlichen Videos geht immer von Ihrem Aszendenten aus und nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus, da der Aszendent viel, viel wichtiger ist in der indischen Astrologie. Ferner ist es so, und zwar, dass wenn Sie die Sache gut finden, freue ich mich über den Daumen nach oben, wenn Sie mir hier in YouTube dies anklicken oder eben einen anderen konstruktiven Kommentar hinterlassen, der die Sache unterstützt oder weil Sie es gut finden. Ja, dann noch mit der Erinnerung an diese große Mai-Aktion, die nur vom 1. bis zum 8. Mai, also 8 Tage gilt, 20% Rabatt auf die ersten 12 Horoskope in meinem Shop. Ja, das sind alle größeren Horoskopanalysen, die deutlich dadurch für Sie exklusiv als meine YouTube-Zuschauer und meine Newsletter-Bezieher vergünstigt Ihnen nun zur Verfügung stehen. Ja, nutzen Sie die Chance. Ja, das ist lange her, dass das in dieser Art und Weise möglich war. Und bitte achten Sie dabei darauf, dass die offiziellen Preise natürlich nach wie vor im Internet stehen, deswegen die Bezahlung nicht über den Shop auslösen. Bitte mir nur eine E-Mail schreiben, dass Sie es bestellen wollen zwischen 1. und 8. Mai und Sie erhalten 20% Reduktion auf die offiziellen Preise im Internet. Ja, das war's dann auch schon gewesen. Jetzt wünsche ich Ihnen natürlich noch einen fantastischen Mai. Möge Lord Ganesha, der Beseitiger der Hindernisse, so ist er ja in Indien bekannt, wird er dort groß verehrt, Ihnen eben dabei helfen, dass Sie sämtliche Herausforderungen bravourös und erfolgreich managen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf Ende Mai, wenn es wieder weitergeht, wie die planetare Großwetterlage dann für Juni 2016 aussieht. Bis dorthin, alles Gute!